Oder kommt da noch mehr dazu? Das ist alles. Echt? Das macht ja nur die Helga alleine. Habe ich nicht gewusst. Ja. Okay. Ich habe tatsächlich größere Dinge. Ich hatte es im Status drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass welche weiter von heute herkommen. Aber ist gut. Es bleibt im Gedächtnis. Du nimmst schon nicht auf, oder? Doch. Man nimmt alles auf. Ach, hör auf. Das ist, wenn man sich der Kamera nähert. So, hallo zusammen, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu der Zerreißprobe. Leider ist der Empfang gerade nicht besonders gut. Ja, ich hoffe, dass das Bild trotzdem jetzt in Ordnung ist. Ich bin froh, dass ich überhaupt den starten konnte, weil er hat mehrmals abgebrochen. Auf jeden Fall wollen wir uns das hier mal anschauen gemeinsam. Windig ist es auch, wie man sieht. Ja. Hier das Motto: Eine Ausstellung zu den größten regierungskritischen Protesten, die es je in der BRD gab. Das ist eine ganz tolle Idee, finde ich, hier mit den Traktoren. Dass man da das einfach aufspannt. Stoppt die Zerstörung des Waldes. So. Mal sehen, was der Thomas Pfitzer aus dem Ostalbkreis Nahrungsmittel von mit der Natur, keine totale Abhängigkeit, Landwirtschaft als Fundament jeglicher Nationen, Hochmut wird bestraft, wer nicht im Sinne von Volk regiert. Ja, Micha aus Heilbronn, ich bin Micha, 52.
Heilbronn und organisiere selber Demos. Warum mache ich das? Für meine Kinder, dass sie es besser haben, wie es gerade ist. Gegen was? Mauterhöhung für den Erhalt der regionalen Landwirtschaft, mehr Rente, man muss mehr tun für die deutschen Bürger und vieles mehr, was hier nicht passiert in Deutschland. Ja, viele Berichte. Hier, das ist hier unsere Anmelderin der Demo. Sehr viele Berichte von Bürgern, Bauern aus der Landwirtschaft. Das ist hier ein bisschen schlecht. Aber hier kann man noch diesen wunderschönen Traktor begutachten. Kurse machen, ja? Ich danke schön. Jetzt habe ich es. Hier lese ich euch mal das von Walter, 63 Jahre, 6 Kinder, Kfz-Techniker. Momentan bekomme ich aus gesundheitlichen Gründen Erwerbsminderungsrente, 45 Jahre gearbeitet und musste für diese kleine Rente kämpfen. Gesundheitswesen geht wie alles andere immer mehr bergab. Viele Firmen gehen in die Insolvenz und wandern ins Ausland ab. Wir können gern anderen helfen, aber zuerst muss es Deutschland und uns wieder gut gehen. Ja, sehr viele persönliche Berichte hier. Eine Angelika, 57 Jahre, 6 Kinder. Ich bin in der ambulanten Pflege und sehe genug Elend bei der Arbeit, bei alt und jung. Ich bin für Pflegegeld abschaffen. Jeder sollte die Pflege bekommen, die er braucht. Die Bürokratie wurde bis jetzt auch nicht weniger. Und ich bin der Meinung, wir können nur helfen, wenn es uns in Deutschland selbst gut geht. Familie Winkler aus Leutenbach. Servus, grüezi und hallo. Wir sind die Winklers aus Leutenbach, Halbtagsdemonstranten, die gegen die politische Ausbeuterei unserer Steuergelder und die Aufspaltungsversuche in rechts und links sowie gegen jede Art von Extremismus sind. Mein Name ist Frank und ich demonstriere, weil ich der Meinung bin, dass das angewandte theoretische Wissen der Politik mit den realen produktiven Gewerben nicht mehr zu vereinbaren ist. Mein Name ist Pachel. Ich gehe auf die Straße, opfere meine Zeit, um ein besseres und bezahlbares Leben für meine Tochter zu schaffen und für sinkende Lebensunterhaltskosten. Gemeinsam wir mit Hirn und Verstand für unser Land, der Mittelstand. Wenn du möchtest. So, jetzt kommt doch die Helga zu uns.
Könnten wir ganz kurz, kann sie auch was dazu sagen? Jetzt stelle ich das hier mal hin. So, hier ist die Helga. Ja. Du sagst, wenn du so weit bist. So, dass man hier was. Ist das gut so? Du siehst wahnsinnig gut aus und bist perfekt. Nein, da muss ich ja wirklich so. Nein, schick, also, schick angezogen bist, ja. Ich finde es toll, dass ihr alle zugucken. Und ich finde es wichtig, dass wir neue Formate finden, in denen wir unseren Unmut kundtun können. Das ist jetzt die Zerreißprobe. Oh, warte mal, hier ist ganz schlechter Empfang. Ja, sind wir auf ganz verteilten Umgang. Ist da besser? Ich glaube, da hinten beim Tor war, glaube ich, gar nicht mal so eine große. Da ist eine deutsche Einrichtung drauf. Man geht noch drauf. Das ist total anders als Grün, was ich meine. Da hätten wir nichts verstanden. So, das ist die Helga, die Anmelderin dieser Demo. Und die wird jetzt auch noch ein paar Worte dazu sagen. So, jetzt. Also, hallo an alle. Schön, dass ihr zusteht. Ich finde es ganz wichtig, dass wir neue Formate finden, in denen wir unseren Unmut kundtun können. Da wir ja alle oder viele schon eine Weile auf der Straße sind, macht uns das bisschen Wind nichts mehr aus. Nein, Spaß beiseite. Das ist die Zerreißprobe, die hat jemand ins Leben gerufen, um die ganzen Proteste, die in den letzten 4 Jahren im Prinzip im Land für Unmut sorgen, und euren Hut zu bringen und gibt dann den Menschen in unserem Land die Möglichkeit, da ein Statement abzuliefern. Das kann man dann auf so einer DIN A4-Seite ihm zusenden. Auch nichts. Also gut. Komm, wir gehen da hinten, da ging es einigermaßen. Ist ein ganz schlechter Platz hier, wo ganz schlechter mobiler Empfang ist. So. Also. Aber komm hier, so dass man de, wie was von der Bildausstellung oder von der Textausstellung aus sieht, was genau. Sieht. Genau. Das sind ja weniger Bilder, sondern mehr Texte, wo persönliche Leute berichten. Genau, da kriegt jeder die Möglichkeit, seinen Protest auf die Straße zu bringen, ohne dass er selber vor Ort sein muss. Das ist eigentlich eine ganz bequeme Art und Weise, vielfältige Meinungen unter euren Hut zu kriegen. Wir haben da haben Landwirte, wir haben ganz normale Bürger, wir haben Handwerker, wir haben Selbstständige, die da auf einer DIN A4-Seite im Prinzip ihre Sache zusenden. Das wird dann auf DIN A3 gedruckt und wird dann ausgestellt. Das war jetzt schon in 5 Städten, im Bayerischen und in Baden-Württemberg. Ist eine Wanderausstellung. Wer da Interesse hat, sich einfach bei mir melden oder beim Willi melden. Und dann können wir euch den Kontakt gern vermitteln. Wir nehmen auch immer wieder gern neue Statements mit dazu, das dann auch einfach der Kontakt suchen zu mir. Ich vermittle euch dann an denjenigen, wo das fertig in Druck bringt. Und ja, neue Formate, neue Richtungen, viele Gespräche, und da kann man halt relativ vorbehaltlos mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil es zu niemand direkt zuzuordnen ist, weil man ja jeden hat. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen, was du hast? Raffi, vielleicht kannst du was sagen. Du hast ja die Ausstellung jetzt in mehreren Städten angemeldet. Schwäbisch Gmünd hat sie genehmigt. Wie sieht es denn in den anderen Städten aus? Also es gibt Städte, die haben ein Problem mit Fahrzeugen in der Fußgängerzone. Also da haben wir im Ostalbkreis gibt es eine Stadt, die ist einfach etwas verbrennerunfreundlich, der ich jetzt mal sage. Weil ich will nicht unterstellen, dass die Fußgänger in der Stadt im Ostalbkreis nicht kompetent genug sind, um mit Fahrzeugen umzugehen, die vielleicht ihren Weg kreuzen. Das heißt also jetzt zum Beispiel, Aalen hat keine Genehmigung erteilen können, weil ich das in der Fußgängerzone abhalten wollte. Und da ist die Zerreißprobe ist und die Zerreißprobe einfach, so wie es hier steht, im Prinzip zwischen 2 Traktoren, ein Seil gespannt mit den Statements von den Menschen. Und das im Prinzip einfach, ja, der Charakter von dieser Ausstellung vermittelt. Ich hätte keine Traktoren verwenden dürfen, deswegen habe ich dann gesagt, also ich kann nicht die Ausstellung machen ohne Traktoren, deswegen fiel jetzt alle raus. Schwäbisch Gmünd war relativ unkompliziert, bis auf das, dass ich meinen Wunschplatz nicht gekriegt habe. Nicht ganz nachzuvollziehen, wenn ich jetzt gucke, weil ich sehe jetzt nicht, dass der Marktplatz so belegt wäre, dass ich da nicht hätte drauf können. Aber gut, das muss die Stadt wissen. Ich weiß ja auch nicht, ob die anderen vielleicht abgesagt haben aufgrund der Witterung. Heideheim war
im Großen und Ganzen eigentlich relativ entspannt bei der Anmeldung. War dann etwas schwierig aufgrund der Presse, die etwas forsch nachgeforscht hat und ich zu früh bekannt gegeben habe, dass sie genehmigt ist, obwohl ich es noch nicht in schriftlicher Form vorliegen gehabt habe. Da entschuldige ich mich auch bei den Sachbearbeitern, die durch mein Unvermögen einfach dann viel telefonieren haben müssen. Ich bin froh, dass es jetzt trotzdem geklappt hat, weil Heideheim ist sonst eigentlich relativ kompetent im Umgang mit seinen Demonstranten, egal welchem Couleur. Und Schwäbisch Gmünd hat eigentlich auch dazu gelernt, jetzt muss man halt vielleicht alle noch aufwecken. Und das ist auch das, was ich euch alle ans Herz legen will. Geht auf die Straße, meldet was an, egal wo ihr seid, in jeder Stadt, damit die Gemeinde, die Städte einfach der Umgang lernt und auch sieht, es ist nicht der oder der, sondern es ist jeder Bürger irgendwo unzufrieden in dem Land. Ja. Also morgen findet es dann in Heidenheim statt. Heidenheim an der Brenz auf dem Eugen-Jäckle-Platz, wieder zwischen 13 und 18 Uhr. Wer Interesse hat, gern vorbeikommen, schön gucken. Wir können dann uns dann unterhalten über die Ausstellung oder was euch sonst bedrückt oder auch nicht bedrückt. Wir sind da, um mit den Menschen zu sprechen. Und da lassen wir uns einfach individuell auf die Problematik ein, die vielleicht der eine oder andere hat. Ja. Dankeschön, Helga. Und danke, dass du das hier angemeldet hast. Immer wieder gerne. Das ist ja immer sehr, sehr viel Arbeit, so weil etwas. Ja, es hält sich in Grenzen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ah, okay. Na, wir müssen viel machen, was wir nicht machen wollen. Genau. Und dann können wir uns auch ein bisschen einsetzen für die Sachen, die wir gerne hätten. Ganz genau, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Genau. Also, tschüss. Ciao. Das muss schon auch mal so, ihr habt morgen die Möglichkeit, nach Heidenheim zu gehen und euch das anzuschalten. Oder heute kommt, die hat noch bis 18 Uhr, steht es hier. Dann könnt ihr euch auch die einzelnen Berichte alle durchlesen, auch die langen Texte. Ich habe ja jetzt nur ein paar kürzere Texte vorgelesen von Bürger hier in Deutschland und die gehen auf die momentanische politische Situation ein. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier zugeschaut haben. Ich werde dann jetzt den Stream beenden. Auf Wiedersehen. Da kann jeder von